Ich begrüße meinen Gast, Frau Esther Russenberger. Sie ist ausgebildete Heilpädagogin und ADHS-Coach. Und unser heutiges Thema ist, gibt es Alternativen zu einer Ritalin-Behandlung? Mhm. Esther, herzlich willkommen. Weißt Danke. Du überhaupt, wie viele Kinder von ADHS betroffen sind und Medikamente benötigen? Ja, die Zahl, wie viele betroffen sind, spricht man von 5-10% Kinder, Erwachsene etwas weniger. Wie viele dann wirklich Ritalin zu sich nehmen, meines Wissens gibt es da gar keine Zählung. Wir sprechen hier ja von dem Medikament Methylphenidat, oder? Das Bekannte ist halt Ritalin, es gibt noch andere, Concerta, und es gibt noch andere Namen. Ich glaube, das sind die Bekannten, oder? Also ja. Es geht um diese Medikamente. Kannst du kurz erklären, wie sie wirken? Ja, wenn man den Beipackzettel liest, dann steht da, dass die Medikamente einen Einfluss haben auf die Hirnbotenstoffe und dass das die Konzentration zum Beispiel verbessert, dass länger dranbleiben können, verbessere die, wirklich die Fähigkeit, sich auch zu organisieren. Das sind so die Hauptschwerpunkte. Kennst du Nebenwirkungen? Ja, das höre ich hin und wieder, wenn ich Klientinnen und Klienten bei mir habe. Die häufigsten sind wirklich Appetitlosigkeit. Also das dann sind häufig die Mütter, die Kinder fast zwingen müssen, irgendetwas zu frühstücken, damit das Medikament nicht auf leeren Magen geschluckt wird, weil das wäre nicht gut. Und dann Mittagessen schwierig, weil sie schlicht keinen Hunger haben. Und wenn das Medikament aufhört zu wirken, dass dann der große Heißhunger kommt. Und dann ist die große Herausforderung, was essen dann die Kinder, wenn sie in dieser Heißhungerphase sind. Ein anderes Problem, das ich oft höre auch, ist Schlafproblematik. Allgemein kann man sagen, höre ich jedenfalls immer wieder, dass das Einschlafen sowieso ein Problem ist bei Betroffenen. Und mit den Medikamenten ganz häufig wird das noch schwieriger. Was ist das chemisch? Meine, ja. Die Verwandtschaft zu Drogen? Ja, es ist ein Amphetamin. Und ja. Das heißt auch, es fällt unter das Betäubungsmittelgesetz. Muss deshalb wirklich von Fachleuten, die entsprechend ausgebildet sind, verschrieben werden. Und ja, was mich da erstaunt zum Teil, dass diese Fachleute halt häufig wirklich überlastet sind, lange, lange Wartezeiten, dass teilweise dann auch Hausärztinnen und Hausärzte, die nicht so viel wissen über das Medikament, einfach das auch verschreiben. Ich finde es aber wichtig, wenn das jemand nimmt, dass wirklich sehr gut begleitet ist von Fachleuten. Ich mache die Erfahrung, wenn ich von Eltern höre, ja, der Lehrer hat gedrängt, der Hausarzt hat gesagt, kommen Sie, es ist das Einfachste. Also es wird sehr schnell verschrieben, unkritisch, ja. Das ist meine Erfahrung. Ja, ja. Ja, da weiß ich auch oder höre ich auch immer wieder, auch von Erwachsenen, dass zum Teil wirklich die Frage ist, wie viel ist der Gewinn, wie viel sind die Nebenwirkungen? Und wie schnell wird es verschrieben, ohne wirklich eine seriöse Abklärung zu machen, vor allem auch auf dem körperlichen Gebiet. Aber jetzt möchten ja unsere Zuschauer vor allem hören, ja, was gibt es denn sonst? Oder? Ich glaube, die meisten Eltern sind froh, wenn das Kind kein Ritalin bekommt. Aber was können wir sonst bieten? Also wie bei uns allen übrigens, auch nicht Betroffene, aber bei den Betroffenen umso wichtiger, dass eine gute Lebensführung mal. Und da nenne ich immer so die drei Stichworte. Also Ernährung ist ganz wichtig, Bewegung ist ganz wichtig und Entspannung, Schlafqualität. Und dann, was auch wichtig ist, eben mal körperlich zu schauen, welche Vitalstoffe sind da im Mangel. Und das ist nicht eine Idee von mir, sondern das kann man nachlesen in der Forschung, Literatur auch, welche Vitalstoffe sind gehäuft immer wieder, wenn man die misst mit Blutanalysen, einfach massiv schlecht vorhanden mit entsprechenden Mängeln. Wenn wir jetzt versuchen, eine Reihenfolge aufzustellen, was ist am häufigsten? Wo besteht ein Mangel? Ja, es sind etwa 5, die immer wieder vorkommen. Ich nenne mal das, meiner Ansicht nach, das Wichtigste ist mal Omega-3 sicher. Das sind die Omega-3-Fettsäuren, essentielle Fettsäuren. Das heißt, man muss die über die Nahrung aufnehmen.
wenn wir an einem Meer leben würden und zweimal in der Woche fetten Fisch essen würden, hätten wir kein Problem wahrscheinlich. Aber bei ADES betroffen, bei vielen auch nicht betroffen, ist das massiv im Mangel. Und Omega-3 wirkt sehr, sehr stark auf die Hirnentwicklung und Hirnfunktion. Was heißt dann für dich, also Omega-3, heißt das jetzt, die Kinder, die meisten mögen ja keinen Fisch, die werden jetzt gezwungen, ihren Fisch zu essen? Ja, ich denke, das wäre nicht zielführend. Also man muss wirklich da, wenn man das supplementieren will, eine hohe Qualität, in der Regel mit Fischöl kommt man am weitesten. Hohe Qualität, meine ich, muss kontrolliert sein, Schwermetall gereinigt, idealerweise auch emulgiert, dass es besser aufgenommen wird. Wichtig ist auch, dass man es zu einer Hauptmahlzeit einnimmt. Das ist so die wichtigsten drei Punkte. Also Omega-3, sehr wichtig. Was das Nächste? Vitamin D3, gut schauen. Kriegen die Kinder wirklich genug Sonnenlicht? Wenn nein, das auch ersetzen oder geben. Und hat ganz wichtige Informationen oder Einflüsse auch auf das Immunsystem. Antientzündlich auch, ist auch wichtiges, wichtiger Vitalstoff. Gerade bei Schulkindern, nehmen wir ein Kind 10, 12-jährig, braucht das im Sommer zusätzliches Vitamin D? Ich sage immer, es kommt sehr darauf an, wie sich dieses Kind draußen bewegt. Es gibt Kinder, die sind fast nie mehr draußen, weil sie vielleicht auch irgendwo wohnen, wo der Verkehr vorne durchrollt und sie gar keine Gelegenheit haben, rauszugehen. Kommt darauf an, wie die Lebenssituation ist. Im Sommer, viele Kinder, muss ich positiv erfreulich sagen, sind doch recht viel draußen, dann braucht es weniger. Okay. Gibt es jetzt, haben wir Omega-3, Vitamin D, kannst du noch rasch aufzählen, was sonst noch eine Rolle spielen könnte? Ja, also was auch in der Literatur klar herauskommt, ist wirklich Magnesium, häufig im Mangel. Zink ist auch etwas. Dort weiß ich sogar von Studien, wenn der Zinkspiegel genügend hoch ist, dass Kinder, aber auch Erwachsene, teilweise Methylphenidat, also Ritalin als Markenname, und anderes reduzieren können. Und das Dritte ist ganz wichtig noch, das Eisen. Ja. Das finde ich interessant, immer so unter dem Aspekt ursachenorientiert zu erwähnen. Für Dopaminsynthese, also den Aufbau von Dopamin im Körper, braucht es Eisen. Mhm. Und wenn das im Mangel ist, dann haben wir ein Problem. Jetzt, es gibt ja diese sogenannte Darm-Hirn-Achse. Also Hirn, also ADHS hat ja mit dem Gehirn zu tun. Wie siehst du da einen Zusammenhang mit dem Darm? Das ist doch so weit weg. Der Darm ist da unten, der Hirn da oben. Was hat das miteinander zu tun? Ja, das ist spannend, was da in den letzten paar Jahren geforscht wurde und auch erkannt wurde, zum Glück. Lange, also ich habe auch noch gelernt, also quasi, es gibt mehr Informationen vom Hirn hinunter zum Darm. Und es ist aber, das weiß man heute, bis sogar 90% der Informationen gehen vom Darm hoch ins Gehirn. Das heißt, wenn der Darm nicht fit ist, wenn der Darm irgendwelche Probleme hat, dann wirkt sich das auch aufs Gehirn aus. Also kann man sagen, der Darm spricht mit dem Gehirn? Ja. Und das Gehirn gehorcht? Das ist eine Kommunikation, die dann stattfindet, ja. Okay, ich glaube, jetzt haben wir die wichtigsten Mikronährstoffe kurz durchbesprochen. Zum Schluss noch die Frage, welche Bedeutung hat das Coaching auch wieder als Alternative zum Ritalin? Oder? Ja. Genügt das eben, dem Kind Ritalin zu geben, so jetzt die nächsten 5 Jahre nimmst du das und gehst zur Schule? Oder kann da das Coaching auch dazu führen, dass man dann weniger Medikamente braucht? Man muss sich sehr bewusst sein, also wenn man sich entscheidet, Medikamente einzunehmen und das gut vertragen wird, es gibt Leute, da funktioniert es, dass das nur ein kleiner Baustein ist vom Ganzen. Also man muss nicht der Fehlmeinung verfallen, dass dann alle Probleme gelöst seien. Jetzt Coaching ist ein weiterer wichtiger Baustein. Wir haben schon geredet von den Vitalstoffen, ist ein wichtiger Baustein. Ich habe erwähnt, Schlaf, Erholung, Ernährung, Bewegung sind alles Bausteine.
Was ist falsch, wenn man denkt, jetzt soll mein Kind oder auch ich als Erwachsener nehmen jetzt die Medikamente und dann habe ich keine Probleme mehr. Das ist leider nicht so. Also du bist eine Befürworterin von Coaching bei wirklich schweren Fällen von ADHS. Ich sehe immer wieder die guten Resultate, die das hervorbringt. Leute, die bereit sind, einerseits Geld und Zeit und vor allem auch ihr selber an sich arbeiten zu investieren. Und jeder Schritt in die richtige Richtung ist ein wichtiger Schritt. Und das finde ich sehr wichtig, auch das Coaching wirklich zu beanspruchen. Gut, herzlichen Dank, Esther, für diese wunderbaren Ausführungen zu Alternativen zu Ritalin.